Hallo meine Lieben und willkommen zu einem weiteren Zentangle Update. Ich habe da ja jetzt vor einer Weile mit angefangen. Für all die, die die ersten Teile nicht mitbekommen haben, es geht quasi um dieses Buch. Das hatte ich bekommen und habe damit angefangen, Zentangles zu zeichnen. Und ja, ich muss sagen, ich finde es immer toller, weil es auch etwas in mir verändert so ein bisschen. Ich habe ja am Anfang angefangen mit sehr grobschlächtigen Zentangles. Das wurde ja schnell besser. Und dann hatte ich aber mal kurz so eine, naja, nicht eine Frustration, sondern ich dachte einfach, oh Mann, es muss doch besser werden. Und das war natürlich total kontraproduktiv, ja. Also Kunst lässt sich nicht erzwingen oder Kreativität. Und ich bin dann auch teilweise mit der falschen Motivation reingegangen. Ich wollte eben, dass etwas Schönes entsteht. Aber ich habe es nicht einfach fließen lassen und ich habe auch nicht akzeptiert oder wollte nicht akzeptieren in dem Moment, wenn es nicht so schön war und habe mich geärgert, wenn es irgendwie kein Fortschritt war oder für mich eher ein Rückschritt war und so weiter. Aber diese Phase ging zum Glück nicht lange und ich habe ganz schnell für mich erkannt, Moment, das ist der falsche Weg, dafür machst du das nicht. Und dann kam es auch wieder mehr in Fluss und jetzt bin ich an so einem Punkt, dass ich jedes Zentangle mag, was ich zeichne. Und dabei geht es dann nicht darum, ob es schön geworden ist oder nicht. Es gibt Zentangles, die wo ich denke, so, boah, das ist aber auch voll schön geworden. Und es gibt dann Zentangles, wo ich sage, naja, schön ist es nicht. Aber jedes Zentangle spiegelt mittlerweile mein Inneres wieder in dem Moment, wo ich es gezeichnet habe. Das heißt, jedes Tangle, was ich jetzt male, ist ein Ausdruck meines Selbst. Und das erkenne ich jetzt auch darin. Und deswegen ist es für mich jetzt auch eben nicht mehr schlimm, wenn es mal überhaupt nicht schön aussieht oder wenn es für andere vielleicht überhaupt nicht schön aussieht, weil es geht ja darum, was ich darin sehe, was ich da reinfließen lasse. Und natürlich ist es noch nicht komplett frei, weil ich ja jeden Tag noch irgendwelche neuen Muster und Techniken lerne und diese natürlich immer versuche einzubinden, einfach um sie zu lernen. Und meistens lernt man eben so drei Muster und soll dann eben noch den Bogen noch mit anderen Mustern füllen. Aber ich finde es trotzdem weiterhin angenehm so. So lerne ich halt wirklich immer die Muster. Natürlich hat man dann auch schon seine Lieblingsmuster, die man gerne benutzt. Man versucht dann aber auch mal ein Muster mit reinzunehmen, was man nicht so oft benutzt. Es geht auch immer mehr darum, aus den Mustern auch was Eigenes zu machen. Ne? Also sie nicht nur nach Schema F zu machen, sondern seinen eigenen Stil in dieses Muster zu bringen. Auch zu sehen, wie kann ich das in andere einfügen, wie kann ich es abwandeln. Also das macht richtig Spaß. Ich zeige euch auch gleich meine Fortschritte. Ich zeige euch aber noch ein zweites Buch, was ich jetzt habe. Das große Zentangle-Buch bam, 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 von Einfach bis Genial, also 101 Zentangles. Und ich habe das bei Thalia, habe ich da schon mal reingeguckt, fand es total toll. Und jetzt ist es bei mir angekommen und ich finde es sehr schön, weil einmal, also man hat dann pro Seite immer ein Zentangle-Muster, auch mit den einzelnen Schritten, wie das Muster aufgebaut wird. Das Schöne ist aber daran, dass man dann auch ja, Variationen davon hat und auch Beispiele, wie es eben eingebunden wird. Also es ist quasi nochmal eine Ergänzung dann zu dem Basiskurs. Und ich habe da halt mal reingeguckt und für mich da auch schon sehr schöne Variationen gefunden. Und spätestens, wenn ich dann mit diesem 6-Wochen-Kurs durch bin, werde ich mich auch intensiver hierum kümmern. Ich schaue aber jetzt halt auch immer schon mal rein, weil es einfach ja tolle Ideen sind, auch auf die ich jetzt so selbst vielleicht gar nicht mal erstmal kommen würde. Ja. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal meine Fortschritte. Ich weiß gar nicht, wir hatten das letzte Mal, glaube ich, bis Tag 6. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Und dann zeige ich euch einfach mal ab Tag 7 meine Sachen oder ab Tag 6. Ab Tag 6. So. Also das war eins, was ich richtig schön im Fluss fand. Aber wie gesagt, mittlerweile finde ich sie alle schön. Egal, ob sie schön aussehen oder nicht. Und das mit dem Schattieren macht halt auch wirklich richtig Spaß. Ja. Und auch die neuen Muster auszuprobieren und einfach zu erleben, was da immer so bei rauskommt. Ich weiß es halt immer weniger vorher. Ich fange halt mit irgendeinem Muster an und lasse es dann fließen. Manchmal hakt es dann ein bisschen, dann merke ich, ah nee, das ist jetzt, warte, so rum. Nicht so im Fluss, wie ich das gerne gehabt hätte, aber dann war ich eben in dem Moment nicht so im Fluss. Und manche sind ein bisschen floraler, manche ein bisschen größer, manche ein bisschen chaotischer.
Manche haben mehr Muster, andere weniger, manche sind harmonischer. Hier sind noch ein paar leere dazwischen. Aber sie alle sind Teil von mir. Ja. Und in dem Tangle-Buch war auch was gesagt, von wegen, man soll sich da mal vielleicht so ein Tangle-Tagebuch anlegen. Aber ja, wenn man das täglich macht, dann ist es ja eigentlich nichts anderes als das. Ich habe ja auch immerhin das Datum draufstehen. Man könnte noch hinten drauf natürlich noch schreiben, was man so in dem Moment damit daran sieht und was man in dem Moment da denkt oder fühlt. Oder wie man drauf ist. Aber mir reicht es schon, das so zu sehen. Ich finde das sehr, sehr, sehr spannend. Und ja, es macht mir weiterhin Spaß. Ich habe jetzt nicht jeden Tag gezeichnet. Also das letzte war jetzt Tag 17. Ich habe nicht jeden Tag gezeichnet. Ich habe ab und zu mal ein oder auch mal zwei Tage Pause zwischen gehabt. Einfach Tage, an denen ich irgendwie viel unterwegs war oder viel zu tun hatte und wo es einfach für mich stressig gewesen wäre, das einzubauen. Und ich will halt nicht, dass es eine Pflicht ist oder ein Zwang ist. Ich möchte, dass ich wirklich Lust darauf habe. Und an den meisten Tagen habe ich eben drauf Lust. Und dann ab und zu ist halt mal ein Tag oder zwei dazwischen. Aber das ist völlig okay, solange ich dranbleibe. Ja, und mal ein ganz herzliches Danke auch an alle, die mich auf Instagram verlinkt haben bei ihren Zentangles. Es ist unglaublich, wie viele Menschen damit jetzt irgendwie angefangen haben. Und nicht einfach, weil es ein Hype ist gerade oder weil sie meinen, sie müssten es machen, sondern weil sie einfach mal Bock drauf hatten, angefangen haben und dann gemerkt haben, hey, das macht echt Spaß. Ja. Und am Anfang haben ja ein paar gemeint, ja, so nebenher kritzel ich ja auch gern und so. Ich habe das auch schon immer gern gemacht und ich war auch immer bekannt dafür, auch beim Rollenspiel, dass ich nebenher immer ganze Blätter voll gemalt habe. Aber es ist trotzdem was anderes, weil dieses Kritzeln ist halt was, was man so nebenher macht, was man ein bisschen auch Gedanken verloren macht, unbewusst macht. Und das ist jetzt etwas, wo ich mich ganz bewusst hinsetze und mich nur darauf konzentriere und nur das mache. Und dann kommt jetzt eben auch was ganz anderes dabei raus. Und ja, mich macht es glücklich und mir gefällt es und mich entspannt es. Ich bin froh, dass ich es für mich entdeckt habe, ja. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch noch weiter verlinkt. Also wenn ihr irgendwie damit angefangen habt, irgendwelche Zentangles gemalt habt oder so, gerne, gerne verlinkt mich auf Instagram, dass ich auch die Fotos sehe und ich freue mich da riesig. Also auch, was ihr da so erschafft. Ich habe mittlerweile auch ein paar Leute, die ich folge, die so Zentangles malen und es ist unglaublich, wie künstlerisch da manche sind. Wahnsinn. Aber man sollte sich da halt nicht mit anderen vergleichen, ja. Also es ist wichtig, dass du dein Inneres aufs Papier bringst und das ist egal, ob es schöner ist oder hässlicher als bei anderen. Ja, das muss ich für mich jetzt auch erst lernen. Aber es ist trotzdem natürlich toll, bei anderen zu sehen, was die so alles da aufs Papier bringen und was sich so aus denen heraus entfaltet. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und wir sehen uns im nächsten Video, vielleicht im nächsten Update. Bis bald.